Herzlich willkommen an diesem zweiten Adventssonntag 2018. Ich bin Margret, für die, die mich noch nicht kennen. Und mein Spezialgebiet sind Seelenpartnerschaften, insbesondere die mit den Dualseelen oder die Beziehung zur Dualseele, die zum großen Teil nicht in einer Partnerschaft endet. Und heute spreche ich über Erwartungen. Ich habe mir eine ganze Woche Zeit genommen, selbst mein Leben anzuschauen. Wie ist das denn mit den Erwartungen und warum erfüllen die sich meistens nicht? Meine These ist, Erwartungen sind wie Seifenblasen und umso mehr du dich versuchst daran zu klammern, umso schneller platzen sie. Das Wort Erwartung enthält ja das Wort Warten. Und wenn wir auf etwas warten, erwarten, etwas auf etwas warten, dann gehen wir davon aus, dass es da draußen etwas gibt, was du noch nicht hast. Dazu gehe ich gleich noch näher ein in diesem Video. Zuerst mal fange ich an, was sind denn überhaupt Erwartungen? Oder woher kommen Erwartungen? Was sie sind, habe ich schon gesagt. Für mich sind sie eine Art Seifenblasen, die platzen. Und es ist verrückt, wenn du dich wirklich mal erinnerst, vielleicht ans letzte Jahr oder an die großen Pleiten in deinem Leben, wo du unbedingt etwas erreichen wolltest, wo unbedingt etwas klappen sollte, zum Beispiel das Wetter bei einer Hochzeit, ein Date, auf das du dich sehr lange gefreut hast. Wenn du mal so in dich reingehst, dann gibt es da Situationen, wo du wirklich auf etwas gezählt hast, wo du etwas erwartet hast oder auch ein Verhalten von einem bestimmten Menschen. Und dann stellst du fest, es geht alles daneben. Das ist in der Tat so. Also umso mehr du erwartest, umso mehr du dich auch auf etwas freust und hoffst, dass das genauso kommt, wie du dir das vorgestellt und ausgemalt hast, umso mehr wirst du enttäuscht. Und es ist fast schon ein Gesetz, dass je größer die Energie in dir ist, je größer diese Erwartungsenergie in dir ist, desto destruktiver ist die Energie da draußen im Universum, die gegen diese innere Erwartungshaltung sich richtet. Das hat mit Gleichgewicht zu tun. Also es hat praktisch mit dem Gleichgewicht zu tun, dass wenn du da drin aufgeladen bist, dann wirst du automatisch das Gegenteil anziehen. Ich habe da mal einen lustigen Blog geschrieben. Wenn ich den finde, hänge ich den noch an das Wort zum Sonntag an. Ich habe mir so diese himmlischen, kosmischen Helfer wie so kleine, klucksende Babys vorgestellt, also im Krabbelalter, die eingesetzt sind, um die Erwartungen zu zerstören. Und ich habe mir das dann so vorgestellt wie diese Gebilde, die wir zum Beispiel aus Legosteinen, da hast du etwas gebaut in deinen Gedanken schon. Es ist fertig, du hast dir das unglaublich schön ausgemalt. Dann kommen diese rollenden, kleinen, klucksenden, süßen Monster und zerfleischen dir alles oder sie zerfetzen dir deine Gemälde und deine schriftlichen Ausführungen und machen alles zunichte. Ja, woher kommen die Erwartungen? Für mich sind Erwartungen, mir fiel das Märchen Dornröschen ein dabei. Für mich sind Erwartungen die Mitgift, in Anführungszeichen, böser Feen. Und was ist schon böse? Ist ja alles relativ und wir brauchen ja jede Charaktereigenschaft hier auf der Welt, um uns kennenzulernen. Damit du weißt, dass du gut bist, auch wieder relativ, brauchst du etwas, was nicht gut ist. Ja? Damit du dich daran orientieren kannst. Und die ersten bösen Feen
in Anführungszeichen böse, denn die machen das ja unbewusst, sind Göttin und Gott in deinem Universum, nämlich die Eltern. Und ich gehöre selbst zu einer Mutter natürlich. Ich bin ja selbst Mutter und ich weiß, wie das ist, wenn du schon, wenn das Kind im Bauch ist, also bei mir war das schon so. Ich habe mir natürlich schon vorgestellt, der erste Arzt hatte gesagt, das wird ein Mädchen. Und ich hatte mir damals ein Mädchen mehr oder weniger gewünscht, weil mein Partner oder Vater meines Kindes sich ein Mädchen gewünscht hat. Und dann habe ich gedacht, ja, Mädchen ist gut. Und er hatte dann schon die ganzen Kindersachen in Rosa eingekauft. Also nicht ganze, aber doch schon eine ganze Menge. Auch ein Taufanzug. Ja, und dann ging ich im 8. Monat zu einem besonderen Ultraschall und der war überdimensional groß. Ich weiß noch so. Ich bin extra nach München geflogen. Und das Baby war ja, also in Überlebensgröße praktisch da abgebildet. Und dann sagte ich zu dem, ja, aber Herr Doktor, das sieht aus wie ein Junge. Und er sagt, ja, das wird ein Junge. Wieso kommen Sie drauf, dass das anders wird? Ich sage, ja, der andere Arzt hat zu mir gesagt, das wird ein Mädchen. Also es war überhaupt kein Zweifel, dass das Kind ein Junge wird. Also er war in aller Pracht zu sehen. Ja, diese Erwartung war geplatzt. Und ich war erst richtig sauer. Und wenn es ein Mädchen geworden wäre, hätte es Emily geheißen. Und ich weiß noch, ich bin damals auf dem Flughafen mir so ein kleines Glas Prosecco genehmigt, was man nicht sollte. Und ich war aber so frustriert auf die ganzen Dinge, die ich mir schon gekauft hatte für das Mädchen. Und ich habe gesagt, okay, in diesem Falle sollst du Thaddäus heißen. Und ich war wirklich so desillusioniert. Und natürlich, ich bin total happy mit meinem Sohn. Und es war eine Erwartung und die ist geplatzt wie eine Seifenblase. Und da gibt es natürlich sehr viel mehr in meinem Leben. Also ich habe schon im Mutterleib, da wollte ich drauf zurück, an mein Kind schon eine Erwartung gehegt, du wirst jetzt ein Mädchen. Natürlich, er war ein Junge. Und ich, wie gesagt, ich bin total happy. Und dann kommt er auf die Welt und du guckst, wie sich das Kind entwickelt und schon machst du Pläne für dieses Kind. Und du erwartest natürlich, dass er sich gut benimmt, dass er möglichst einen guten Schulabschluss macht, dass er vielleicht studiert. Wenn du einen Familienbetrieb hast, dass er vielleicht deinen Betrieb übernimmt. Also das sind automatisch Erwartungen, die du noch, wenn das Kind praktisch noch nicht mal sprechen kann, auf das Kind projizierst. Und oftmals projizierst du das, was dir selbst nicht so gut gelungen ist. Oder die Dinge, die du selbst nicht erleben konntest, weil du vielleicht in einer ganz anderen Zeit groß geworden bist, die projizierst du dann auf das Kind. Und du erwartest, dass es manche Dinge einfach besser macht. Und du meinst es natürlich im Herzen gut. Und das ist auch wieder ganz schön zu beobachten. Umso größer die Erwartungen der Eltern an das Kind, umso eher werden die enttäuscht. Das ist fast schon ein Gesetz, dass sich das Kind anders entwickeln muss. Es hätte vielleicht sogar einen anderen Weg genommen, wenn die Erwartungen oder der Erwartungsdruck nicht so groß gewesen wäre. Und was wir lernen, also da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, wo kommen denn Erwartungen her? Was wir lernen, ist ja, selbst Erwartungen zu haben. Dadurch, dass andere Menschen an uns Erwartungen haben, lernen wir, selbst Erwartungen auf andere Menschen zu projizieren. Also ich habe das in meinem Wort zum Sonntag so wie ein Hagel mir vorgestellt. Das hagelt auf dich ein, die Erwartungshaltung der anderen. Und du nimmst einfach diesen Hagel, schippst ihn zusammen und kippst ihn den nächsten vor die Füße. Das heißt,
Du hast Erwartungen an deinen Nächsten. Und da kommen wir jetzt wieder zur Liebe, besonders in den Seelenpartnerschaften, in den Dualseelenverbindungen. Hast du die Erwartung, weil du so emotional bist, weil du so tief empfindest, wie du vielleicht in deinem Leben noch nie für einen Menschen empfunden hast, weil du dich so verbunden mit diesem Menschen fühlst, wie du dich noch nie mit einem Menschen verbunden hast und weil du ihn vielleicht telepathisch spüren kannst, erwartest du automatisch, das ist jetzt mein Partner für mein Leben. Ich weiß es ganz genau. Und du verwechselst Wissen mit einer Erwartung. Wir können oftmals gar nicht mehr entscheiden, was wir erwarten und was wir wirklich wissen. Dann, umso größer der Erwartungsdruck ist, umso weniger klar ist deine innere Stimme. Und was du oft spürst, ist, dass du mit diesem Menschen, wenn du an frühere Leben glaubst, schon Leben um Leben gemeinsam verbracht hast. Und du verwechselst das Jenseits, also das, was du schon realisiert hast, mit dem Hier und Jetzt oder mit deiner ungeschriebenen Zukunft, also mit deiner noch nicht realisierten Zukunft. Und natürlich ist es möglich. Und doch weiß ich, dass viele, viele, viele Menschen, die sich in diese Erwartung stürzen, die Dualseelenbeziehung muss zu einer gelebten Liebesbeziehung führen, werden oftmals nach 10 bis 20 Jahren sind sie vollkommen desillusioniert und immer noch alleine. Weil sie durch diese Erwartungen, die sie praktisch festhalten, sich nicht auf einen anderen Menschen einlassen. Also sie blockieren das komplette System und sagen entweder der oder keiner. Und natürlich, das ist eine Wahl, die du treffen kannst. So, warum erfüllen sich Erwartungen nicht? Das ist das spannendste Thema. Zum Schluss des Videos kommt im Übrigen die Auflösung, wie sich Erwartungen denn erfüllen können. Warum erfüllen sich Erwartungen in der Regel nicht? Erwartung impliziert, und damit habe ich angefangen, dass du etwas haben willst. Ha, Moment! Also, du willst etwas haben. Und du siehst es, in dem Fall vielleicht dein Seelenpartner, deine Dualseele. Und da du das haben willst und erwartest, es zu kriegen, machst du eine Aussage über dich selbst, nämlich, ich habe das noch nicht. Also diese Kugel fehlt mir, die hängt noch nicht an meinem Christbaum. So. Also, ich bin unvollständig. Ich brauche das. Das heißt, du sagst über dich selbst aus, dass du im Mangel bist. Du sagst über dich selbst aus, dass es dir an etwas mangelt. Du läufst also hier mit einem Schild drauf, mit so einem Pflaster oder mit so einer Werbebotschaft, mangelhaft, ja, auf der Stirn. Und das ist nicht wirklich sexy. Also dein Seelenpartner, deine Dualseele merkt, das musst du ihm nicht mal sagen, der merkt, du bist bedürftig, du brauchst etwas, du willst etwas, du erwartest, dass er dir etwas gibt, zum Beispiel die Liebe in Form dieser Weihnachtskugel. Hast das Schild mangelhaft und er soll dich jetzt lieben. Das ist eben, wie gesagt, das ist nicht sexy und selbst wenn das sexy wäre, er könnte dir das nicht erfüllen, weil er hat es selber noch nicht. Also die Dualseele ist der stärkste Spiegel, den du kriegen kannst. Also du musst nicht glauben, dass er was hat, was du noch nicht hast. Im Grunde seid ihr ja beide vollkommen. Und auf dem Weg, auf diesem Prozess, den du anfängst, wenn du die Erwartungen ablegst, komme ich auch noch dazu, stellst du Schritt um Schritt fest, dass du schon vollkommen bist.
Also Erwartungen erfüllen sich nicht, weil du da draußen etwas haben möchtest, was in dir noch nicht existiert. Du kannst immer nur das bekommen, du kannst immer nur das anziehen, was du bist. Wenn du in der Liebe bist, dann brauchst du deinen Seelenpartner ja nicht mehr. Du sagst, ah, es wäre schön, mit ihm die Liebe zu teilen. Du erwartest aber nicht, dass er sie mit dir teilt. Das heißt, du bist Liebe und du ziehst Liebe an. Deinen Seelenpartner, deine Dualseele oder einen anderen Menschen, der in diesem Moment ganz perfekt zu dir passt. Im Grunde, wenn du mit deiner Dualseele und mit deinem Seelenpartner nicht zusammen sein kannst, dann liegt das daran, dass du noch nicht der Mensch geworden bist, der es möglich macht, ja? Der solch eine Beziehung überhaupt möglich macht. Es geht immer nur um dich. So, hast du verstanden? Die Erwartungen erfüllen sich nicht, weil du eine Aussage darüber machst, was du noch nicht hast. Und was du noch nicht hast, kannst du auch nicht kriegen. Du musst erst sein, was du zu haben ersuchst. Wie lässt man eine Erwartung los? Denn um Erwartungen zu erfüllen, damit sich die Erwartungen erfüllen, musst du die Erwartungen erst völlig loslassen. Und das machst du, indem du dir das schlimmste Ereignis vorstellst, was du dir vorstellen kannst. Und das meine ich so. Das heißt, du hast immer noch die Erwartung mit deinem Seelenpartner, mit deiner Dualseele, mit deinem geliebten Eigelb, wie ich es in meinem Buch nenne, zusammenzukommen. Du wünschst dir das sehnlich. Das muss einfach passieren. Und jetzt geht es darum, jetzt bitte ich dich darum, diese Erwartung loszulassen. Was könntest du dir vorstellen? Also wenn du dir im ersten Schritt vielleicht, wenn du erwartest, dass er sich endlich wieder meldet, du hast dir schon die Finger wund geschrieben und er meldet sich nicht, dann könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass er sich meldet, und zwar mit der Nachricht: Ich wollte dir auf diesem Wege mitteilen, ich habe geheiratet und ich bin super glücklich. Und stell dir das wirklich mit allem Drum und Dran vor. Du könntest dir vorstellen, wie diese Hochzeitszeremonie stattfindet, in der er eine andere heiratet. Du könntest dir die Hochzeitsnacht vorstellen und ich weiß, das ist brutal. Doch genau das bringt dich in deine größten Ängste rein. Und du wirst merken, wenn du in dieser Angst drin bist und drin bleibst, dein System wird rebellieren, du wirst plötzlich Durst und Hunger kriegen, du wirst nervös werden, es wird dir im Kopf jucken. Und ich sage dir, bleib in dieser Angst drin, bleib stocksteif und fühle diese Angst, wie du sie noch nie gefühlt hast. Geh durch. Und was du machst, wenn du deine Ängste wirklich anschaust, sie müssen sich auflösen, sie müssen, weil die Angst letzten Endes eine Illusion ist. Und vielleicht kommen noch andere Emotionen, die unter dieser Angst liegen: Wut, Trauer. Letztlich, und das ist ein Vorgang von Minuten, 5 bis 7, maximal 20 Minuten, wenn du voll drin bleibst und voll durchgehst, findest du Frieden. Du findest Frieden und du findest Liebe und du findest eine Ruhe und eine Entspannung, wie du so lange nicht mehr gefunden hast. Du hast deine größte Angst losgelassen. Das heißt nicht, dass sie nicht mal wieder in abgeschwächter Form sich zeigt. Du wirst einfach nicht mehr darauf reagieren. Du wirst wissen, du bist da schon durchgegangen und du wirst die Möglichkeit ins Auge fassen, dass du möglicherweise nie mit ihm zusammenkommen kannst. Und darum geht es. Das ist der Prozess, deine Erwartungen loszulassen. Und solange du diesen Schritt nicht gegangen bist, das ist meine persönliche Erfahrung aus vielen, 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 vielen Beratungen. Wer diesen Schritt nicht geht, kommt quasi nicht weiter. Das ist wie ein Widerstand, den du immer mit dir mitschleifst und die nächsthöhere Stufe
kommst nicht auf den nächsthöheren Level. Ja. Und du wirst wissen, wann es Zeit ist, diesen Schritt zu gehen, diese Erwartungen loszulassen, wirklich in deine tiefsten Ängste einzutauchen, beziehungsweise dich auf den Scheiterhaufen dieser Angst zu stellen. Ich persönlich nenne diese Technik Scheiterhaufen. Und dort verbrennst nicht du, sondern dort verbrennen deine Ängste. Und es verbrennt nicht deine Zukunft, sondern es verbrennen deine Ängste und deine Erwartungen. Letzter Schritt. Gibt es eine Methode, die Erwartung in Erfüllung zu verwandeln? Ja, die gibt es. Und zuallererst darfst du dir klar werden, was du genau wählst. Also triff eine Wahl. Worum geht es? Du sagst nicht mehr, ich erwarte, diese Kugel zu kriegen, sondern du sagst, ich wähle die Erfahrung, dieser Kugel zu machen. Und in Form einer Liebesbeziehung wäre das zum Beispiel, dass du aufschreibst, was möchtest du mit deinem Partner erleben und wie möchtest du dich durch diese Beziehung entwickeln? Denn es geht nicht einfach um Spaß, sondern es geht um die tiefste Freude in einer Beziehung, dich zu einer schöneren Version zu entwickeln und zu einer noch schöneren und zu einer noch schöneren Version. Also diese Kugel, die du am Anfang hast, die wird sich transformieren und die wird schöner und vollkommener und wird sich mehr und mehr entfalten. Sie ist nicht besser, sie ist einfach entwickelter. Ja? Und das ist der Sinn dieser Beziehung. Und natürlich darfst du dir Emotionen wünschen, Leidenschaften. Also schreib auf, wie du die Beziehung zu deinem Partner erleben möchtest, wie du von ihm behandelt werden möchtest, wie du wählst, von ihm behandelt zu werden. Triff eine Wahl. Schreib die 10 wichtigsten Eigenschaften auf, die er haben darf. Also wünschst du dir Treue oder wählst du Treue? Wählst du Wahrhaftigkeit? Wählst du Integrität? Was wählst du? Welches sind die wichtigsten Werte, die für dich eine Beziehung lebendig und liebenswert machen? So, das ist mal, was du aufschreibst und was du an einen sicheren Platz legst. Und dann geht es weiter. Drehe deine Handlungen um. Was heißt das? Wir erschaffen durch Gedanken und Gefühl, Wort und Handlung. Noch etwas tiefer, wenn ich es jetzt noch ganz genau nehme, gibt es noch etwas, das nennt sich den ersten Gedanken oder den stiftenden Gedanken. Und dieser erste Gedanke kommt entweder aus der reinen Liebe, wenn du da schon trainiert bist. Oder er kommt aus einem Tattoo an alten Glaubensmustern, Dogmen, Postulaten. Das sind die Dinge, die man dir gesagt hat über dich. Du bist liederlich, du bist fett, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert, du bist zu langsam. Das sind zum Beispiel Postulate. Sie kommen auch aus Erfahrungen, die du selbst gemacht hast. Ein paar gescheiterte Beziehungen geben dir ein Muster, ich muss mich schützen. Daraus entwickeln sich natürlich wieder Gedanken und Einschätzungen, Bewertungen. Also das ist ein ganzes Glaubenstattoo. Das gibt es auch noch. So, um dieses Glaubenstattoo letztlich aufzulösen, brauchst du frischen Wind, du brauchst frischen Input. Also du kannst nicht mehr so denken wie bisher. Also dreh die Handlung um. Das heißt, im Moment hast du gedacht, okay, meine Liebesbeziehung scheitert oder ich kann diesen Menschen nicht haben. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll. Du denkst, ich bin nicht wertvoll. Du fühlst dich miserabel, du fühlst dich nicht wertvoll, du fühlst dich vielleicht schlecht. Du sprichst das aus, du sagst vielleicht zu deiner Freundin oder zu einem nahestehenden Menschen, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, ich habe immer das Gefühl, meine Beziehungen scheitern. Also du sprichst es aus und du handelst dementsprechend, dass wenn du wieder einen Menschen triffst, also dass du den Mr. Right oder diesen richtigen Lieblingsmenschen gar nicht wahrnimmst, du suchst dir schon die Kandidaten aus, also
du handelst unbewusst nach diesem Muster oder aber du hast solche Angst und schützt dich. Lässt diesen Menschen nicht nah genug an dich ran, bis er die Schnauze voll hat und wieder abhaut. Oder aber, wie jetzt bei der Seelenpartner oder bei der Dualseele, du klammerst dich fest an diesen Menschen. Dreh die Handlung um. Sei Liebe. Tja, wie kannst du Liebe sein, wenn du das Gefühl hast, nicht liebenswert genug zu sein? Such den Menschen, das kann ein wildfremder Mensch sein auf der Straße. Halte die Türe auf. Trag ihm eine schwere Tasche zum Auto. Lächle Menschen an. Mach ein Kompliment. Nimm dir 5 Minuten Zeit an jedem Tag für einen Menschen, den du noch nicht kennst. Mach das wirklich mal einen Monat lang. 5 Minuten. Oder ruf jemanden an und frag, wie du ihm helfen kannst. Du bist Liebe, du schenkst Liebe. Du siehst, wie dieser Mensch auf diese Geste reagiert, er freut sich. Diese Freude steckt dich an, du fühlst dich wunderbar. Du fühlst, dass du etwas zu geben hast und dass du wertvoll bist. Du sprichst das vielleicht aus und sagst, es hat mir Spaß gemacht, ihnen zu helfen. Du bekommst ein Dankeschön. Und du denkst, ich bin wertvoll. Und was glaubst du, was dieses Ritual für eine Macht hat? Es verändert dein Leben in einem Monat. Und du wirst es merken, denn du wirst zu einem unglaublich starken Magnet für die Liebe. Das Zuhören allein reicht nicht. Hier ist dein Ton gefragt. Es ist eine schöne Zeit, die Adventszeit. Und wenn du das Video zu einem anderen Zeitpunkt hörst, wenn Weihnachten vielleicht schon lang Schnee von gestern ist, dann nutze die Gelegenheit, sich zu verschenken und sich selbst in Liebe zu erfahren. Dafür ist immer die richtige Zeit. In diesem Sinne, schönen zweiten Adventssonntag, schönen Tag, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Margret, und wenn dir die Videos gefallen, abonniere mich doch. Es kommt jede Woche ein neues. Tschüss!